Ich glaube, deine Axt ist kaputt gegangen. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Conan Exiles. Oh, und ich schreibe im Chat, wie ich gerade sehe. Und ich wundere mich, warum ich mich nicht bewege. So, Chat ausblenden, keine Ahnung. Klappt bei mir irgendwie nicht. Ich habe es im Menü schon probiert. Ja. Warum hat gegen meine Axt gewonnen? Baum 1, Jesus 0. Ganz einfach. So, da brät noch Fleisch. Sehr gut. Wenn du Hunger hast, nimm dir da was raus. Immer schön voll und, mein Gott, satt trinken. Okay. Essen brauchen wir nicht. Zack, drop. Weg damit. So, ich würde fast sagen, wir versuchen uns hier erstmal irgendwie eine kleine Mini-Base aufzubauen. Wo wir so das Nötigste erstmal sammeln können und ja, wenn die anderen dann dazukommen und wir eine schöne Ecke gefunden haben, dann kann man ja da vielleicht eine richtige Base bauen. Wir müssen jetzt erstmal was finden oder was bauen, wo wir richtig überleben können. Okay. So, apropos Überleben, Stufenaufstieg, ich habe Überleben geskillt auf 4 einfach mal, damit ich nicht die ganze Zeit essen und trinken muss. Ich habe bisher nicht so gut überlebt, ich habe nicht so viele Stufen. Hm, okay. Na, ich bin auch nur Stufe 4 jetzt. Ich bin erst Stufe... So, soll ich schon... 2 oder 3, weiß ich nicht, warte, wo sehe ich das? Stufe siehst du im 3. Inventory oben links, genau. Soll ich Schwert... Ach, wir müssen sowieso jeder alles machen, glaube ich. So, ich habe jetzt mal hier Foundations, Mauern und so Zeug, habe ich mal gerade gelernt. Was braucht man denn für eine schöne Foundation? 50 Stein und Holz. Okay, Holz hatten wir ja hier. Wir können jetzt nicht wirklich interagieren, weil wir... Also, wir können nicht handeln, tauschen oder so, ne? Das heißt, wir nicht in dem Sinne, genau, wir brauchen eine Kiste, also es gibt kein Handelsmenü in dem Sinne, dass ich jetzt an dich rangelaufen komme und dann drücken wir eine Taste und handeln direkt von Inventory zu Inventory. Das gibt's ansonsten nicht. Ansonsten ist halt rausschmeißen wie sonst auch. Genau. So, ich sehe schon, wir brauchen mehr Stein. Also was hast du gesagt, brauchen wir? Ich habe 106 Stein. Jo, das ist sehr schön. Also eine... Foundation kostet 50 Stein und 5 Holz, glaube ich. Holz habe ich ein bisschen. Okay, ich habe 106 Stein und 89 Holz. Nehme ich. Okay, ja, ich schmeiß erstmal alles. Genau, raus. Schmeiß hin. Das Schöne ist aber, wenn du jetzt die ganzen Säckchen dahin schmeißt, die werden zu einem Säckchen. Und kann dann einfach auf Take All gehen und hab dann alles im Inventar. Brauchst du Holz oder brauchst du Äste? Holz. Okay. Das passt so schon. Eine hatte ich schon gemacht, ne? Oh, ich muss einen Schrein bauen. Der braucht ja 360, 160, 25. Jo. Okay. Okay. So, Kleidung. Kleidung kann ich mir mal machen. Das wäre vielleicht ganz gut. Am Wasser oder hier neben dem Feuer? So eine kleine 2x2 Base oder sowas? Es kommen keine Monster aus dem Wasser, oder? Krokodile? Dann vielleicht eher ein Stück vom Wasser weg. Oh ja, wenn sie uns jetzt noch nicht gefressen haben, dann sind hier vielleicht keine. Vielleicht. Noch nicht. Alle Angaben ohne Gewehr. Ja, wir müssen uns selber ein bisschen reinfummeln. Ein paar Sachen habe ich mir schon mal so angesehen und so, und auch in anderen Let's Plays, aber nicht so, dass ich jetzt behaupten würde, ich habe krass Ahnung hier. So, auf jeden Fall ist das Inventory richtig verbuggt, das weiß ich. So, wir können eine Tür herstellen. Kann ich noch eine Wand herstellen? Ne, fehlen mir tatsächlich jetzt die Steine zu. Und es ist dunkel wie Arsch. Machen wir hier mal wieder an. Die 4 habe ich jetzt die Tür. Außenseite guckt mich an. Also das Baumenü ist richtig toll. Also das vergibt auch schöne Fehler. Man kann schön bauen.
bauen. Mein Gott. Was ich nämlich gerade sagen wollte, war, was ich in einem Stream gesehen hatte. Es hat. Ja. Du willst mir helfen gegen so ein Schildkrötenmonster, falls das. Ich sehe dich nicht, ich sehe dich nicht. Bin ein Stück auf der Insel. Ja, jetzt sehe ich dich. Ich komme. Wenn er hochgeht, kann man ihn in den. Magen haben. Es gibt, glaube ich, Friendly Fire. Du bist schon tot? Ich bin schon tot, ja. Oh Gott. Ich hätte es fast auch nicht überlebt. Kannst du jetzt ein Bett bauen, damit ich... Nee, warte, ich muss erst bei dem Bett irgendwas machen. Du musst dich an dem Bett registrieren, genau. Okay, kannst du jetzt wenigstens meinen Scheiß aufheben? Das sieht ziemlich ganz... Cannot loot this body. Ich weiß gar nicht, warum. So, dann muss ich auch mal wieder zurück, zack. Puh. Okay, immerhin weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Das ist doch schon etwas. Ja, Licht ist an. dann reparieren wir die Axt gleich mal, wenn das noch geht. Das ist manchmal ein bisschen alles umständlich. So. Okay. Da war noch so ein Monster. Das schaffe ich, glaube ich, nicht alleine. Fackeln sind wohl auch ein Problem. Mal, ob wir so ein bisschen Steine noch aufheben können. Ist wahrscheinlich überhaupt keine gute Idee, hier so im Dunkeln rumzulaufen. Aber ich glaube, es wird sogar schon wieder hell. Kann das sein? Bei mir ist es die ganze Zeit hell. Also ich wollte da eigentlich kommentieren, aber dann hatte ich zu kämpfen, daher. Bei mir ist die ganze Zeit hell. Echt? Es ist, Brauchen vier Wände. Quatsch, vier. Okay. Sieben. Uiuiui. Da brauchen wir aber vier Steine. Ich fange schon mal an mit dem Stein. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre dieses Spiel sehr grindy. Irgendeins von diesen. Was ist das jetzt für ein Genre? Survival? Survival-Spiel, genau. Ist irgendeins von diesen Survival-Spielen nicht grindy? Ist das nicht das die Definition von einem Survival-Spiel, das man da kriegt? Sich so das Überleben durch repetitive Arbeiten irgendwie erarbeiten muss. Könntest recht haben. Ja, also ich meine, mir würde jetzt spontan kein Spiel einfallen, wo das irgendwie nett gestaltet ist. Und das Problem ist, wenn es nicht irgendwie diese ist ja das gleiche Prinzip, was du bei jedem MMO auch hast. Also du musst irgendwie wiederholende Aufgaben haben, ansonsten kann nicht genug Material produziert werden, dass du irgendwie nicht innerhalb von 15 Minuten durchgespielt hättest. Ja, naja. Also was aber, glaube ich, so alles gesprengt hat an Dimensionen, war ein Spiel, das ich angetestet habe. Achso, ich bin zu schwer. Ich habe mich gewundert, warum ich mich nicht bewegen kann. Stell mal alle her. Jetzt müsste ich weniger in der Tasche haben. Nein, die erste Wand muss fertig werden. Immer noch nicht. Muss die zweite Wand auch fertig werden? Ja, okay. Dann gehen wir mal schnell zurück, setzen die Wände. Dann sind wir vielleicht sogar noch ein Stück leichter. Schön, dass man hier so rübergehen kann. Außenseite. Wenn ich so stehe, steht da Außenseite. Okay. Boop. 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 Und dann fehlen noch zwei Stück. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, wie groß eine Treppe ist, wüsste ich schon, ob
wir in dieses Haus einen zweiten Stock einziehen können. Komm, wir farmen noch ein bisschen XP, indem wir die kleinen Dinger hier töten. Tierhaut. Hat der Mammutbäume gesehen und dachte, ach, da bist du. Aber anscheinend gibt es auch mehrere. Ja, ja, du musst auf der Karte da zu diesen kleinen zwei Inseln da, ne? War noch zwei Inseln weiter. Das machen wir so ein Vieh. So. Oh Gott, der Stein ist nur runtergefallen. Ich hatte schon Angst, da kommt jetzt so ein Ding. Ich find's toll, ich kann ja tauchen trinken. Ja, ja, das können alle. Das kann ich auch. Ach so, du meinst im Spiel. So, zwei Stück. Treppe, wo finde ich denn die Treppe? Rezept lernen. Okay, ich jetzt meine Leiche hier noch irgendwo. Warte, wo war das? Hier. Hinter dem Mammutbaum. Okay, ich kann tatsächlich beim nächsten Level up könnte ich Steintreppe lernen. Wir bräuchten zwei Punkte für die Kiste und einen Punkt für Schwert und Schild. Also gute vier Level, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, wirklich vorangekommen zu sein. Da läuft einer, tötet ihn. Lieber nicht, lieber nicht. So. Ich find's toll, diese Schildkrötenmonster folgen mir nicht ins Wasser. Dann wollten wir nochmal gerade gucken, wo wir sind. Wir sind da bei den kleinen Inseln. Sehr schön. Das war schon mal eine gute Folge bisher. Ja, wieso? Weil ich die gesamte Zeit bisher damit vergeudet habe, zurückzukommen. Naja. Du hast ja bestimmt jetzt noch deine... Level dabei verdient. Nein, nein, Sachen im Inventar, die du mir jetzt mitbringst, damit wir hier weitermachen können. Oder war deine Leiche jetzt weg? Ein paar Steine und ein paar Holz, aber das ist jetzt nicht, nichts Legendäres. Was brauchst du jetzt am meisten? Stein. Stein, okay, also darf ich hier... Stein. Komm, so einen Felsen suchen und weg damit. Nein, das wollte ich nicht. So wollte ich das machen. Und das rohe Fleisch kommt da rein, das verdorrte Fleisch kann weg. Oh, ich habe gutes Fleisch. Ach, weil wir das Ding getötet haben. Oh, ja, das splitten wir mit Shift. Okay. Zack. Nochmal einschalten. Kann das gute Fleisch noch abbraten. Wir sind ja am Wasser, dann können wir auch hier was trinken. Sip. Das Einzige, was ich blöd finde, ist, dass ich dann mehrmals drücken muss und nicht einfach sagen kann, so, ja, komm, ich stehe am Fluss und jetzt trink dich voll. Ja, das ist ein bisschen. Ich finde es ja schön, dass man in diesen Spielen heutzutage immer in Levels kriegt, dadurch, dass man einfach nur irgendwie Sachen abbaut oder sowas. Ja, ich glaube, wenn man nur Levels durch Kämpfe kriegen würde, dann würde ich irgendwie in diesen Spielen immer sehr kläglich dann irgendwie mit Level 1 rumrennen. Ja. Ich muss gerade was machen. Kann sein, dass ihr jetzt nichts seht oder hört. Ich muss hier gerade bei Skype was machen. Entschuldigung. Zack. So, zack. Dann wollen wir hier mal weiter Stein sammeln. So. Zack, immer gib ihm. Die nächsten Punkte muss ich wahrscheinlich dann mal auf Tragekapazität ausgeben, sonst kommen wir hier nicht weit. Hallo! Oh mein Gott! Was denn? Wenn das nicht der DJ Toclou ist! Gibt's
Richtig. Ja, ne? Ich habe mich auch gut vorbereitet. Ich habe das Mikro auf Mundhöhe gestellt. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Thanks goodness. Ja, damit du nicht zwischendurch mal wieder Jukumia machst. So. Ja, nee, es war, also wir hatten tatsächlich zwischendurch mal echt Probleme mit den Mikrofonen und dem ganzen Ton und so. Und ich weiß gar nicht, ob man das bei Seven Days to Die auch mitbekommt. Aber teilweise warst du dann echt nicht zu verstehen, so. Oh, ich trage zu viel. Rette mich! Das können wir erstmal wegschmeißen, das brauchen wir nicht. Wir haben noch keine Kiste, ne? Wir haben immer noch keine Kiste, ne? Braucht man 2 Punkte für. Okay, schauen wir mal. Ich brauche, genau, 4 Stück. Mein Gott. Jetzt halt ich die Kiste. Holzkiste. 10 Zwirn herstellen. 50 Holz. Na. Also 50 Holz, ne? Das ist ja gar kein Problem. So, prügeln wir mal hier drauf ein. Hat das gereicht? Ich habe gar nicht geguckt. 51. Juhu. Achso, der Zwirn muss erst noch fertig werden. Dann gehe ich schon mal rüber. Ja, schon mal die Decke reinmachen. So, auf der 5 habe ich die Decke. Da und da. Das heißt, wir sind ab sofort auch vor dem Sandsturm geschützt. Sehr schön. Ich habe gerade gemerkt, dass das Spiel starten und mich dann bei Skype hinzufügen keine gute Idee ist. Ja, rein raus tappen ist nicht die Stärke von diesem Spiel irgendwie. Ja. Trinken muss ich nicht, essen muss ich nicht. Zwirn habe ich in der Tasche. Einen schwarzen Bildschirm. Jo. Ich habe manchmal ganz gerne auf meinem Zweitmonitor dann nur noch die den Schriftzug Conan, den ich auch nicht mehr vollständig lesen kann. Ich weiß. Okay, bei mir ist es immer verschwunden, aber ich konnte dann wieder normal rein. Also. Wozu kann ich eigentlich in der Serverübersicht auf Favorit klicken, wenn da überhaupt nichts passiert? Du musst diesen Server bei Steam in den Servern unter Favoriten drin haben. Dann kannst du ihn hier bei Favoriten finden. Und dazu musst du auf diesen Server erstmal raufkommen. Soll ich dir eine Einladung schicken oder? Nee, ich war ja eben schon. War's schon, okay. Ach, dann geht die Tür noch. Kann man das ändern? Wenn ich jetzt hier stehe, geht sie dann noch außen auf? Ja, okay. Das ist normal. Ja, wenn du sie von innen einbaust. Kleine Hütte, sollen wir jetzt zu dritt rein? Das wird nachts sehr kalt. Und, Aber sag nicht, du hast wieder so eine Frau mit dicken Brüsten genommen. Nein, das haben wir nicht gemacht. Ich habe ein bisschen mal was ausprobiert und, nein. Okay, du hast jetzt einen Mann mit Riesenpremmel. Nein. Ich bin immer noch eine Frau und, ich habe es diesmal, glaube ich, ganz harmonisch hingekriegt. Eine Frau mit Pimmel? Eine Frau mit Pimmel, genau. Sehr harmonisch. Aber ich sage mal, Side-Boobs-Alarm hier, ey. Ah, schon wieder. Nee. Das ist, also die Brustgröße ist jetzt ungefähr bei 40%. Das ist, was ich meiner Frau auch immer sage. Also, sag mal, du, die Brustgröße, die können wir schon auf 50 kriegen, oder? Geht da noch was? So, aufsteigen. Ich wollte. Ja, überleben können wir ruhig noch einmal machen. Rezeptlernen. Ich könnte jetzt die Kiste freischalten. Soll ich das machen? Ja, wenn wir eh nichts Unterschiedliches machen, dann mach du mal die Kiste. Ich habe jetzt daran gearbeitet, um die Sachen zu sammeln und dann. Mal gucken, was man jetzt alles braucht. Machst du draußen hin, damit wir den Platz drin nicht verschwenden? Ja, na, da kann ich jetzt rein ein Bett machen und das dann. Ja, das kannst du da hinlegen und dann aktivieren. Und für mehr brauchen wir eigentlich den kleinen Raum ja gar nicht. Also nichts von den Gerätschaften, die wir irgendwie mal bauen, wird da reinpassen. Kiste. Kiste kostet 100 Holz und 14 Zwirn.
Okay. So, dann kann ich jetzt aktuell nur einen 9 machen. Holz. Ja, ich hole schnell ein bisschen Holz. Kein Problem. Welche Gottheit habt ihr? Set. Du wieder Set? Ich hab Mithra. Mithra. Wir dachten, es ist interessant. Er mag Opferungen und ich mag Gerechtigkeit und dann können wir streiten. Also. Okay, dann nehme ich jetzt den Kannibalen-Gott oder? Das kannst du machen, wenn du möchtest. Ich probier das. Ich sage dir aber gleich, du kannst, wenn wir jetzt jemanden töten und ihn auseinanderstückeln und Menschenfleisch bekommen, das kannst du nicht essen. Ich will es ja auch nicht essen. Aber du bist doch Kannibale. Na, noch nicht. Ja. So. Spawnpunkt aktualisiert, das klingt auch wundervoll. Sehr schön, ja. 20. Ich bin ja schon 4-5 Mal gestorben auf dem Weg hierher. Oh Gott. 20 Holz. Ja, ich hatte irgendwie keine Ahnung, wir haben da nicht wirklich, ich habe nicht wirklich verstanden, wo ich hin soll und dann bin ich immer wieder in Menschen reingerannt oder so. Also, es war nicht ganz... Ja, das okay. Sterben geht hier schnell in dem Spiel, das ist überhaupt kein Problem. Da helfen auch andere. Glaube ich. hatte ich jetzt genug Zwirn? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hab, ich glaube, 8 oder sowas gemacht. Eben. Die liegen hier irgendwo? Ich habe sie nicht rausgeschmissen. Ich weiß nicht, liegt das ewig rum? Oder ich denke immer, dass es wahrscheinlich weggeht. Warte, ich komme zum Haus. Okay. Reichen 8 oder soll ich noch machen? Nee, reicht erstmal. Wir machen erstmal eine Kiste und dann können wir später nochmal nehmen. Ich schmeiß mal das Holz raus und warte, wo ist nächster Turn? Kannst mir auch Plant Fiber gehen, zur Not, dann stehe ich mir selber zu und hin. Take all. Ich bin schon wieder überladen. Gucken, ob es reicht, die Kiste herzustellen. Dann können wir zwischendurch noch ein bisschen was essen. So. Ja, das reicht. Fumpf. Wie hätten wir denn gerne die Kisten? Ich würde sagen, wir machen die mal hier so parallel zu der Wand. Ist die jetzt schon in der Wand? Noch nicht ganz so. So. Hopp. Kiste. Okay, dann schmeiße ich mal Steine rein. Genau, alles reinschmeißen. Ich werde auch gleich mal mich entmüllen. Dann kann ich auch wieder mehr tragen. Ja. Ich hoffe, hier kommt kein T-Rex und frisst die Kiste weg oder so. Hast du da jetzt wirklich schon 300 Steine reingelegt? Jo. Wow. Okay. Oh, ich sollte was essen. Ja, Essen ist Gott, voll. Das habe ich im echten Leben. Weißt du, ich ackere und vergesse, was ich essen sollte. Irgendwas war schon wieder vergessen. Grummel. Ach ja. So, sieht so aus, als müsste ich gleich noch mal eine Kiste machen. Okay. Ich glaube auch. Ich habe meine Aufgabe verstanden. Gehen wir da drüben. Dafür sammle ich jetzt wieder Plant Fiber wahrscheinlich. Und Plant Fiber und Holz, genau. Ich helfe bei Holz. Ich werde wahrscheinlich. Ja, ich fange schon mal an, die Bäume mit der Pickaxe abzuholzen, weil ich weiß nämlich, dass du nur so Baumrinde bekommst und nur mit der Baumrinde kann man, soweit ich weiß, aus Tierhäuten Leder machen. Du weißt, wo wir sind, DJ? Yes! Sehr gut. Musst du es noch in dieser Episode schaffen? Du hast noch genau 30 Sekunden. hier ist gerade Sandsturm, also wahrscheinlich eher nicht. Also bei uns ist blauer Himmel, dann sage ich mal auch nein, eher nicht. Dann haben wir ja einen spannenden Abschlussmoment. Ja, das ist der Cliffhanger, meine Damen und Herren. Wird er es schaffen, in der nächsten Episode bis hierher zu kommen? Oder nein. Nicht? Respawn, Alarm.
Alles klar. Aber dann würde ich jetzt jemand anders zuhören, wenn er sagt, irgendwie Scheiße, schon wieder gestorben. Warte, wo waren wir? Alles klar, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir grinden noch ein bisschen. Ich denke mal, wir machen 5 Minuten Aufnahmepause, damit wir ein bisschen was sammeln können. Dann zeigen wir euch wieder mehr. Lasst mir einen Daumen hoch da, lasst mir einen Kommentar da. Seid ihr neu auf dem Kanal, lasst mir auch gerne ein Abo da. Empfehlt mich weiter. Bla, 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 bla. Ihr kennt mich, ihr kennt den Kanal. Ihr wisst, worum es geht. Tut eure Arbeit, verflucht nochmal, sonst kommt ihr ja hier ans, wie heißt das, das Rad der Schande. Muhahaha. Also, bis dahin, wir sehen uns. Ciao. Bis dahin.